Das neue Menschheitsmotto auch der Talkshows. Wo irr ich mich, wo irrst du dich? Statt des vorteilbringenden Irrtums der Psychosparten. Ich bin okay, du bist okay. Ich erinnere mich da an ein Buch ähnlichen Namens von Thomas A. Harris aus der Transaktionsanalyse. Das symbolisiert, dieser Satz, ich bin okay, du bist okay, steht für das Aufhetzen der Kunden zu einem hochproblematischen Selbstbewusstsein, das heutzutage durch nichts gerechtfertigt ist und das dann zum Scheitern des Menschen führt und damit verwandelt das den Menschen in den Dauerpatienten und damit in den Dauerkunden. Und das ist die nicht bewusste Zielsetzung solcher vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten. Denn wir sind nun mal in einer Situation, wo alle Sparten der Gesellschaft vorteilbringende Irrtümer evoluiert haben. Sozialsparten inklusive der NGOs, Gesundheitssparten inklusive der Psycho-, ESO- und Spirosparten. Nahrungssparten, Waffensparten, alle Sparten, Behördensparten, Verwaltungssparten, alle Sparten der Gesellschaft haben vorteilbringende Irrtümer entwickelt, um alle möglichst viel aus dem Gesamtkuchen aller herausfressen zu können und möglichst viele der Restgesellschaft, der jeweiligen Restgesellschaft in Kunden zu verwandeln. Dafür muss auch das Lebensglück, die Freude, Freude ist verboten, war gestern ein Thema in einer Talkshow, die Lebensfreude, das Glücklichsein zerstört werden durch vorteilbringende Irrtümer, verboten, tabuisiert werden, auf das alle konsumieren müssen und kaufen müssen von den verschiedenen Sparten. Und jede Sparte sendet eigene vorteilbringende Irrtümer aus und verwandelt uns alle in Lobbyisten wider Willen. Auch die Spartenmitglieder selber sind ja Lobbyisten wider Willen, denn sie sind ja nicht bewusst und absichtlich, gehen ja nicht bewusst und absichtlich damit los, dass sie die Menschheit manipulieren wollen, um selber Karriere und Profite zu machen. Ja. Und deswegen zeige ich jetzt auch mal so, wie das in der Homepage sich niedergeschlagen hat. Hier die Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist for Future und ihrer Online-Mini-Universität, wo sie ja jetzt gerade wieder die Vorlesung Wissenschaftliche Tagesschau heute hören. Ne? Ja, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches als einzige Chance für die Menschheit. Neues Menschheitsmotto, wie, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Das sollte das Motto jeder Talkshow sein und denken Sie mal dran, in keiner Talkshow findet das statt. Weder der Moderator fragt, wo irr ich mich, liebe Leute, noch irgendeiner der Politiker untereinander, nirgends wird die Frage gestellt, wo irr ich mich, wo irren Sie sich, meine lieben Damen und Herren. Ja, also, und das ist eigentlich, das müsste das allereinzige Motto und Thema jeder Talkshow sein, denn sonst kommen wir nie weiter, weil sonst immer nur diese vorteilbringenden Irrtümer durch die Lobbyisten wider Willen einander gegenseitig um die Ohren geknallt werden und sich nichts bewegt, gar nichts ändert. Ich weiß nicht, ich glaube in den letzten Jahren gab es nicht ein einziges Argument in irgendeiner Talkshow, sondern es waren immer nur irgendwelche Behauptungen, irgendwelche Statements, die abgegeben werden, und alle Leute reden eigentlich ständig nur aneinander vorbei sozusagen. Weil sie eben nicht die einzige in der heutigen Welt sinnvolle Frage, nämlich wo irr ich mich, wo irrst du dich, diese nicht zum Hauptmotto machen. Ja?
Und entsprechend kann man dann hier auch noch schauen, hier oben dann, das ist hier oben der Bereich der Homepage, wo es also am Anfang losgeht hier. Und dann Selbsterkenntnis und da steht dann jetzt auch neu geändert hier alles. Und der Mensch von heute hat große Schwierigkeiten mit, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Also, dass man sein Irrtumswelt und Menschenbild bestehend aus Manipulationsmechanismen falsifizieren könnte und lehnt allzu oft das Gespräch des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ab und verstößt damit gegen die Grundvoraussetzung für die Besserung der Welt. Schluck Wasser. Ach, hier unten rechts an dem rundlichen Ding ja wieder schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Ja, und was habe ich hier gemacht? Ich habe in dem Freie-Argumente-Kulturforum, freie-argumente-kultur.net, habe ich hier geantwortet und zwar mit dem Text, den man hier besser sehen kann. In unserem Forum kann man das besser größer stellen. Da habe ich geschrieben, ich kenne auch die Flucht in den Aktivismus in den Kommunen statt der inneren Arbeit. Also, dass man denkt, die Welt wäre zu retten, wenn ich jetzt Gartenbau lerne, anstatt erst einmal auszusteigen aus dem Kapitalismus im Kopf, also die vorteilbringenden Irrtümer rauszuschmeißen, was das oberste Anliegen sein muss, weil sonst sozusagen die Gemeinschafts- und Kommunenunfähigkeit, die uns im Kapitalismus antrainiert wird, ja immer gewinnen wird, sozusagen. Ich empfehle ja das tägliche FRAC-Forum, Freie Argumente-Kultur-Forum, für jede Kommune ab der ersten Sekunde des ersten Besuches einer neuen Person. Erstens, also Forumsinhalte, FRAC-Forum-Inhalte, ist auch nur eine winzige Unstimmigkeit da. Sofort ans Licht damit, bevor es morgen zu spät sein kann. Vorteilbringende Irrtümer, die uns aufgehetzt haben zu Streitsucht, Rechthaberei, meine Freiheit soll absolut sein und nicht dort enden, wo die Freiheit der anderen anfängt, alle solche egozentrischen, vorteilbringenden Irrtümer, zu denen auch die Psychogesundheitssparten die Menschen aufgehetzt haben, auf dass sie gemeinschaftsunfähig werden. Sozusagen, die müssen alle besprochen werden, bearbeitet werden. Ne? Sofort alle wechselseitigen Vorwürfe mit Redezeituhr aussprechen und durcharbeiten. Ja? Das ist so wäre meine Arbeit als Mediator, ja? Und Supervisor. Zweitens, ist das Wohlfühlen bei jedem sehr viel größer? Ist jeder sehr viel glücklicher in der Kommune als im Kapitalismus? Wenn nicht, woran liegt's? Drittens, Weiterentwicklung der Verfassung der Kommune. Wo irre ich mich, wo irrst du dich? Die Frack der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, zum Beispiel auch Kleidung und Nacktheit. Warum aber ist Nacktheit verboten, auch genau dann, wenn man ganz bewusst 10 Minuten durch die Sonne laufen will, zum Beispiel wegen Vitamin D oder im Schatten bei drückender Hitze unter der Kleidung stöhnt? Natürlich kann man weiße Schutzkleidung tragen, wenn man längere Zeit durch die Sonne muss, aber die Tabuisierung der Nacktheit zeigt doch, dass da was Problematisches, Freiheitseinschränkendes durch vorteilbringende Irrtümer sich evoluiert hat. Also entscheidend ist nicht die Frage, ob manchmal Kleidung sinnvoll ist, manchmal Nacktheit sinnvoll ist, sondern warum gibt es das Tabu gegen Nacktheit und gegen Körperkontakt, ja? Diese Frage ist die alles entscheidende Frage, denn warum hat kein Tier, anderes Tier, diese Tabus und warum hat nur das Tier Mensch Tabus gegen Nacktheit und Körperkontakt evoluiert? Das ist doch die interessante Frage, die wissenschaftlich
Also so nach dem Motto, wo irre ich mich, wo irrst du dich, ist das zu beantworten, ja? Genauso Körperkontakt als Glücksquelle. Natürlich ist viel Platz für gemeinsames Lesen oder andere geistige die Neugier, das Neugierbedürfnis befriedigende Glücksereignisse. Aber warum haben die Menschen Angst vor Körperkontakt? Innere Tabus, flüchten vor Körperkontakt. Warum haben Menschen innere Verurteilungsgedanken gegen Körperkontakt? Bin ich eine Schlampe, wenn ich Körperkontakt frei genieße? Natürlich machen auch Bonobos nur kleine Zeiteinheiten pro Tag Körperkontakt. Aber wozu braucht es das Tabu, das es nur bei tauschhandelnden Menschen gibt, nirgends sonst auf der Erde? Ja, besonders bei ferntauschhandelnden Menschen. Ja? Sind da nicht doch überall vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten am Wirken, die uns zum Kaufen statt Sex bringen sollen? Ich biete nochmals die tägliche Leitung des täglichen Fragforums an. Ohne den Selbsterkenntnisprozess der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche und ohne die tägliche Wohlfühlarbeit ist alles nichts. Arbeit an Äußerlichkeiten kann dann gerne dazukommen, wenn das Wichtige läuft. Ja, ja. Und dann haben wir hier nochmal. Das neue Menschheitsmotto auch der Talkshows, wo irre ich mich, wo irrst du dich, statt des vorteilbringenden Irrtums, ich bin okay, du bist okay, und GWÖ, GWU, GWL, ja, das muss die große Diskussion sein, für jede Partei, die was erreichen will. Ich habe gestern mit fünf neuen Parteien gesprochen und einige eingeladen, einige waren sehr begeistert und werden wohl in die Talkshows kommen. Wir haben auch schon eine Zusage für Talkshows jetzt, wo dann also schon mehrere Leute teilnehmen. Ja, und dann also noch einmal zum Beispiel GWÖ, GWO und GWL, also Gemeinwohlökonomie nach Felber, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung nach Next Scientists und die Gemeinwohllobby mit ihrer neuen verfassungsgebenden Versammlung müssen miteinander diskutieren, wo irre ich mich, wo irren Sie sich, meine Damen und Herren, ja? Also sozusagen, das ist der neue Anlauf. Ich denke, dass die neue Erkenntnis lautet, in der Wahrheit zu sein, reicht nicht, leider nicht aus, sondern man muss auch umgehen können mit den vorteilbringenden Irrtümern in den Köpfen der anderen. Und dazu gehört natürlich auch immer, zum In der Wahrheit sein gehört auch immer wieder die Frage, liebe Leute, sagen Sie mir, wo irre ich mich? Ja? Also immer dieses, wo bin ich voll von vorteilbringenden Irrtümern? Wo bin ich immer noch Lobbyist wider Willen, der ich das ja gar nicht sein will, ja? Wo habe ich immer noch einen Lobbyist wider Willen Weltbild? LWWW, ja? Und das sind die Schlüsselfragen. Das heißt also leider, und man kann es abschließend so sagen für heute, für diese kleine Vorlesung, die Wahrheit allein reicht nicht. Und ja, man kann es so zusammenfassen. Wo irre mich, ich mich, wo bist, irrst du dich? Wenn wir das nicht schaffen, dann ist einfach der Kapitalismus stärker. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt unserer letzten Chance. Entweder die Menschen öffnen sich für dieses, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Und wir lernen, es kommen auf eine ganz neue Ebene der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Oder das war's mit der Menschheit. Denn dann ist der Kapitalismus stärker mit seinem bloß nicht hinterfragen, sondern
Du hast doch recht, sei selbstbewusst, du bist in der Wahrheit. Ja, wir haben die Situation, dass wir quasi 80 Millionen Zeugen Jehovas Sekten haben, so viele Sekten, wie es Menschen gibt, und all diese Zeugen Jehovas Sekten sagen, ja, ich weiß doch die Wahrheit. Und das prallt aneinander vorbei und kracht aufeinander, kracht, wird aneinander vorbei als Statements geäußert sozusagen. Und nirgends kommt die Frage, ja, liebe Leute, sagen Sie mir doch, wo irre ich mich? Wo irrst du dich? Wo bin ich Lobbyist wider Willen durch bestimmte vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten, meiner eigenen Sparte, anderer Sparten und so weiter? Und ja, das findet noch nicht statt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist es einfach so, dass der Kapitalismus stärker ist und tatsächlich wir Menschen auch vielleicht, weil wir hier vom Gehirnzustand hier, wo ist es, vom Gehirnzustand hier eben schon so degeneriert sind, unser Gehirn schon so geschrumpft ist und die Menschheit so viel dümmer geworden ist, dass sie das einfach nicht mehr packt und sozusagen die geistige Fähigkeit nicht mehr hat, geistig dem Kapitalismus und seinen vorteilbringenden Irrtümern der einzelnen Sparten irgendetwas entgegenzusetzen zu können. Ja? Dann ist einfach der Kapitalismus stärker. Er hat also die Menschen durch eine negative Gehirnevolution verdummt. Manche sagen auch noch durch die Medieninhalte verdummt sozusagen. Aber in erster Linie würde ich sagen, das Einleiten einer Schrumpfungsevolution der Gehirne die Menschheit so verdummt, dass sie gegen den Kapitalismus einfach keine Chance mehr hat und eben es nicht fähig ist zum wo irr ich mich, wo irrst du dich? Ja, errare humanum est. Ja, das war's mit dieser kleinen Vorlesung für heute. Tschüssi, bis bald.